Hallo, liebe Gartenfreunde, jetzt gibt es wieder den Tipp vom Pflanzenarzt. Und zwar heute geht es dann um die Rose. Und zwar im Moment blühen überall die Forsythien und die blühen schon eine ganze Weile. Und guckt euch mal die Rose an, wie die hier aussieht. Ja, die ist hier schon richtig durchgetrieben und die ist richtig grün. Und hier sieht man noch die alten Blütenstiele vom letzten Jahr. Und jetzt ist natürlich viele Fragen dann: Ist es überhaupt jetzt noch möglich, die Rose zu schneiden oder macht man das nicht? Und jetzt kommt mein Tipp: Natürlich muss man die Rose jetzt schneiden. Also ganz wichtig, also auch hier könnt ihr also ohne Problem, ihr seht ja hier noch einen Trieb, der hier kommt und hier schneidet man wirklich diese Rosen wirklich einfach nochmal zurück. Warum ist das so? Weil auch immer wieder gesagt, auf einen starken Rückschnitt erfolgt ein starker Austrieb. Und wenn ihr das vergessen habt, ist das überhaupt gar kein Problem, die Rose zurückzuschneiden, auch wenn sie so noch ausgetrieben ist, überhaupt gar kein Problem. Also viel schlimmer wird es, wenn ihr sie nicht zurückschneidet, weil dann wird sie immer weiter verkahlen und wird dann im unteren Bereich ganz kahl sein und im oberen Bereich wird sie ganz dicht sein. Darum immer schön dran denken, die Rosen zurückzuschneiden. Und wenn ihr es vergessen habt, ja, kein Problem. Ihr wisst ja, ein Gärtner braucht manchmal ein hartes Herz und eine scharfe Schere. Ja, bis dahin, euer Pflanzenarzt, bis zum nächsten Mal.